man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei McEnworth. Wenn man es kauft, nur. Wenn sie es. Nur bei McEnworth. Jetzt. Auf geht's. So was hier. Old Las Vegas, Mormon State, Historic Park. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Was war denn das? Tür zum Old Mormon Fort. Aber ich möchte da jetzt nicht reingehen, denn ich habe eine andere Aufgabe, eine andere Mission, nämlich mit Oris. Der schien mir schon vorhin nicht sogar, ja. Wenn Sie Freeside durchqueren wollen, wird niemand Sie sicherer begleiten können als ich. Wie viel kosteten mich Ihre Dienste? Für 200 Kronkorken halte ich meine wachsamen Augen auf dem Weg zum Südtor auf. Okay, ich stelle Sie an. Gesagt, getan. Im Vorfeld will ich ein paar Sachen klarstellen. Ich kann Ihre Sicherheit nur gewährleisten, wenn Sie meine Anweisungen genau befolgen. Wir gehen die ganze Hauptstraße entlang, ohne Umwege. Wenn Sie spazieren gehen wollen, suche ich mir einen anderen Kunden. Ich lege ein zügiges Tempo vor, also bleiben Sie dran. So, Abmarsch. Und wir verfolgen jetzt Oris. Ah, du Oris, ich bin schneller. Ich bin schneller. Links ist das Old Mormon vor. Wenn man vermöbelt wird, dann flicken einen die Anhänger dort wieder zusammen. Nicht, dass ich das je bräuchte. Ah, okay. Vor unserem nächsten Block hängen die Kings. Du bist ein Angeber. Keine Sorge. Wenn sie einem nicht gerade 5-1 überlegen sind, hat wir man nichts Sachen, zu befürchten. Die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Megan. Okay. Da kenne ich auch so eine. Ja, wie soll ich sagen? Eine Bande, eine Rasse, die sich auch nur zu fünft wagt gegen einen. Ist es Nebensache, denn wo ist er? Hier. Hier rechts ist der spaßige Teil der Stadt. Sie haben Freeside nicht wirklich gesehen, bis sie im Wrangler waren. Okay. Hey, machen Sie mal langsamer. Mir gefallen diese Kerle da vorne nicht. Wir nehmen einen anderen Weg. Okay. So. Wo bist du? Alter. Los, Oris. Wow, sieht der geil aus, oder? Schön hell, nicht hab schlecht. Wow, oh! Ihr könnt uns überfallen, was? Kein Problem. Wenn Sie einen dieser anderen Deppen angeheuert hätten, dann würden Sie jetzt bis zum Hals in Abschaum stecken. Intelligenz 6, hey, Sie haben nur 3 Kugeln abgefeuert. Und das sind 4 Typen. Sie haben das bemerkt, was? Ich habe extra genau auf die Weichteile gezielt, um auch den Kerl dahinter zu treffen. Ach so. Oder das war alles nur ein großer Schwindel, um das Geschäft anzukurbeln. Das ist eine interessante Theorie, die Sie da haben. Die behalten Sie mal lieber für sich. Gehen wir weiter. Bleiben Sie dicht bei mir. Wir wollen ja nicht, dass Ihnen was zustößt. Der Steger scheint tot zu sein, ein Opfer der jüngsten Kämpfe. Eine kurze Untersuchung zeigt, dass der Steger noch am Leben ist und sich nur tot stellt. Wir töten diesen Trottel jetzt einfach. Bring es hinter. Was ist das? Ey, warum bin ich immer so schnell tot? Aber... Huhn! Mann, helf mir! Ey! Alter! Da, warum?
eine Kleidung anziehen oder was? Also ist die schon kaputt. Deswegen. Alter, was ist denn hier los? Was, warum krieg ich... Jetzt hab ich echt kein Simpel mehr. Warum krieg ich denn diese scheiß Juni mehr gekillt? Oh, tut mir leid, dass ich jetzt Juni sagt, ne? War Ausrutscher. Wollte ich nicht sagen. Alles? Und der Körper ist in... Aber es explodiert. Oh, ein Sheriffshut. Ja. Okay. Und da ist Oris jetzt auch tot. Siehst du, war alles nur verarscht, was der gemacht hat. Ja, und Metallrüstung. Und mit einmal ist auch beziehungsweise sind die Kronkorken weg. Weißt du, Oris? So eine Typis wie dich mag ich überhaupt nicht. Also mit dir. Was ja. Dann lasse ich dich jetzt halt liegen. Und wir gehen jetzt. Zurück zu den Kings und machen Berichterstattung. Und ich müsste mir mal unbedingt Stimpaks kaufen oder so, weil es geht ja nicht. Komm. Wie sieht's aus? Okay. Gut. Hey. Der King ist nicht mehr da. Na super. Dann werden wir mal hier gucken. Nein. Mal einstecken die Waffe. Nein. Nein. Die Treppe hoch. Hey, Chicas, hey. Na? Groupie. Okay. Hier, nein. Hier. Na, doch. Ah, das ist Pacer. In Ordnung, bis später. Hallo. Ah, hier. Gut. Was haben Sie für mich? Oris sollte kein Problem mehr darstellen. So ist es also gewesen, was? Da kann man wohl nichts mehr machen. Subtil sind Sie ja nicht, aber die Arbeit wird gemacht. Das reicht mir. Vielleicht können Sie mir mit etwas Wichtigerem helfen.
Eine Menge Leute, die schon eine Weile hier sind, nervt die schiere Zahl an Menschen, die in die Gegend gekommen sind, seit der Strip gebaut wurde. Viele der Neuankömmlinge, die meist aus der RNK kommen, sind ziemlich gereizt, weil man sie nicht mag. Gelegentlich wird es dann auch gewalttätig. Um so eine Gelegenheit geht es. Vor kurzem sind ein paar meiner Freunde angegriffen worden und ich möchte, dass sie herausfinden, wer es war. Sie sollen gerade im Old Mormon Fort nördlich von hier aufgewacht sein. Gehen Sie mal rüber und hören Sie nach, ob Sie sich an etwas erinnern. Ich mache mich sofort auf den Weg. Gut, ich mag diesen Enthusiasmus. Kommen Sie wieder, sobald Sie etwas haben, das wir benutzen können. Okay. Werde ich machen. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge. Jetzt muss ich bloß noch rausfinden. So, hier. Runter. Na. Kann ich mich dazu legen? Hallo. Edi, seit wann gibst du Hundegeräusche ab? Soll ich mir Sorgen machen? Hm? Und wir haben es rausgeschafft. Okay, okay. Okay. Öffnen. Und jetzt werden wir mal zum Old Mormon Fort gehen, denn dort sind ein paar Verletzte oder so, keine Ahnung. Explosivwaffen werden am besten gegen Gruppen oder in Situationen verwendet, in denen Präzision nicht so wichtig ist. Das heißt, Hallo. Ja. Erledigen Sie Ihre Einkäufe, Mick and Rice. Das arme Kind steht da 24 Stunden und redet da die ganze Zeit irgendwas von Mick and Rice. Sie können schnell laufen, solange Sie Ihre Zweihandwaffen nicht ziehen. Einhandwaffen machen Sie nicht langsamer. Okay, okay. Gut. So. Hallo. Wo soll ich hin? Hier. Right. Okay, right. Was ist denn? Sehen Sie nicht, dass ich und meine Begleitung allein sein wollen? Der King hat mich gebeten, mir diesen Angriff mal genauer anzusehen. Oh, das ist natürlich was anderes. Wie kann ich helfen? Ich tue alles, um es diesen Schweinen heimzuzahlen. Was können Sie mir über den Angriff sagen? Nun, es geschah bei Nacht, um 11 rum. Wir hatten gerade mit etwas Altmetall ein paar Kronkorken verdient und wollten sie sinnvoll investieren. Als wir aus dem Wrangler kamen, sind wir wohl falsch abgebogen und auf der Landbesetzerseite der Stadt gelandet. Aus dem Nichts tauchten diese riesen Kerle auf und brüllten uns ein paar Fragen entgegen. Wollten wissen, ob wir Einheimische wären. Der Junge da ist so stolz drauf, ein Einheimischer zu sein, wie man es nur sein kann. Also hat er zurückgebrüllt und plötzlich war die Hölle los. Leider hat der Knabe wohl auch am meisten eingesteckt. Können Sie mir etwas über die Leute erzählen, die Sie angegriffen haben? Das waren große Kerle. Auch noch ziemlich jung. Keine alten Säcke wie ich. Zum Teufel, die sahen ja nicht mal halb so alt aus wie ich. Den Großteil der Zeit hatte ich mein Gesicht im Dreck und habe um mein Leben gebetet, als es passierte. Aber einen kurzen Blick habe ich riskiert. Hoffentlich finden Sie die Schweine, die das waren. Wenn Sie wollen, fragen Sie doch mal meinen Kumpel Wayne da drüben. Er hat mehr gesehen als ich. Ist schon in Ordnung, Wayne. Der King schickt Sie. Hey! Hallo, Wayne. Wayne Train. Stimmt das? Schickt Sie wirklich der King? Nein, die Queen. Okay, der war wieder so schlecht. Ja, hat er, und ich wäre wirklich
dankbar für alles, was sie mir über diese Sache erzählt. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen kann. Es war eine Gruppe Leute, besser angezogen als die meisten Freesider, schätze ich. Hilft das? Jedes bisschen Hilfe hilft mir weiter. Dankeschön. Danke, dass du lebst. Danke. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Insbesondere, weil sie so nett sind. Hey, Moment. Ja. Mir ist gerade was halt eingefallen. Ich glaube, ich habe gehört, wie einer den anderen beim Namen gerufen hat. Wir waren kurz vor dem Aus. Da sagte einer von ihnen, hey Lou, wir müssen gehen. Ich glaube, er sagte Lou. Könnte aber auch was anderes gewesen sein. Wenn ich genauer nachdenke, sagte er Lou irgendwas, was mit T, Tennant. So nannte er ihn, Lieutenant. Er hat wahrscheinlich Lieutenant gesagt, Wayne. Der Junge meint es gut, ist aber manchmal dümmer als ein Mutant. Und Ferris hat Ina aufs Gesicht bekommen, naja. Hello. Ja, Lieutenant, okay. Scheint mir eher entkarlich zu sein. Arcade Gannon. Hallo. Wenn Sie medizinische Hilfe suchen, wenden Sie sich bitte an einen der anderen Ärzte. Ich bin Forscher. Und noch nicht einmal ein guter. Oh. Kann ich selbst? Nein. Aber ich bin sicher, dass Julie Farkas welche braucht. Laborkittel, Stachelhaare. Hört überraschenderweise auf Julie Farkas. Ich bin sicher, dass sie etwas für sie tun können. Es könnte aber etwas deprimierend und schrecklich sein. Caveat Samaritanus. Wir sehen uns. Okay, ich glaube, das war gerade lateinisch. Und falls es ein paar Lateiner unter den Zuschauern gibt, würde... ist mir sehr gefallen, wenn ihr auf Deutsch sagt, Howdy. Was diese zwei Wörter waren. Beatrice Russell, also wer sind Sie? Ich bin schon eine Weile unterwegs. Derzeit arbeite ich als Söldnerin für die Anhänger, aber das wird langsam langweilig. Abgesehen davon, dass man gelegentlich Versorgungslieferungen vor gierigen Schlägern beschützen muss, gibt es hier nicht viel zu tun. Der einzige Forscher, den ich mochte und mit dem man über Alkohol schwatzen konnte, wurde versetzt. Der Rest der Docks ist ziemlich verklemmt. Sie haben im Laufe der Jahre sicher so einiges gesehen. Ich bin lang genug dabei, um menschliche Verhaltensmuster beobachtet zu haben. Körperliche und geistige Qualen sind besonders spannend zu erkunden. Aha. Hört sich an, als hätten Sie eine sehr dominante Seite, Beatrix. Hey, das weiß doch jeder, ein gelegentliches Kneifen und Quietschen zu schätzen, oder? Was machen Sie bei den Anhängern? Ich bin dabei, weil ich einen gut bezahlten Job suchte. Der Lohn ist zwar gut, aber abends darf ich nicht mal lässig einen zwitschern. Sie sorgen sich, dass die dreckigen Säufer in der Entgiftung einen Rückfall kriegen, wenn sie mich saufen sehen. Der Entzug ist doch eh eine Drehtür. Sprich mir etwas anderes. Was hatten Sie gedacht? Oh, Wiedersehen. Bis später. Mäuschen. Okay. Gut, das war's. Ich glaube, ich kann jetzt wieder zu dem King zurückgehen und ihm Bericht erstatten. Mal wieder. Ja, sind recht einfache, kurze Aufgaben, die ich hier machen muss. Aber was macht man nicht alles? Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur ein kleines Örtchen. Namens Freeside. Die freie Seite auch.
Mit dem zweiten Rang des Extratierfreuen werden sie im Kampf von Tieren unterstützt, jedoch nicht gegen andere Tiere. Okay. So, lass mich durch. In Freeside ist es nie langweilig, oder? Nö. Hier kann man immer wieder eine Person töten. Macht echt Spaß. Muss man sagen. Oh, was Positives. An Freeside. Okay. So wie ich den Fall schon wieder sehe. Muss ich wieder hoch? Mal rechts. So, dann. Nochmal rechts. Nochmal rechts. Links. Rechts. Gut. Links, rechts. Und links. Perfekt. Haben Sie noch etwas herausgefunden? Oder wollten Sie nur plaudern? Ich habe etwas herausgefunden. Die Einheimischen wurden von ihren Kargeldaten angegriffen. Sie kommen meist nicht in die Gegend, da ihre dicke Basis auf der anderen Seite des Strips liegt. Wenn sie jetzt hierher kommen, dann hat es einen Grund. Ich gebe sonst nichts auf die Gerüchte, dass sie Vegas übernehmen wollen, aber jetzt? Wenn was Großes passiert, dann gibt es sicher Gerüchte. Fragen Sie mal herum. Insbesondere in den Gebieten der Landbesetzer, wo die RMK herumhängt. Sie könnten auch zum Mormonfort latschen und mit Julie Farkas reden. Die Anhänger kennen sich meist ganz gut mit solchen Sachen aus. Fragen Sie sie nur nicht, was man tun kann. Sie wird Ihnen wahrscheinlich nur raten, irgendetwas oder irgendjemanden fest in den Arm zu nehmen. In einem Landbesetzerlager in Freeside in Erfahrung bringen, was Wasser ist und mit Julie Farkas zu reden. Okay. Julie Farkas war ja da im Old Moment Fort. Das andere weiß ich jetzt nicht. In irgendeinem Landbesetzerlager. Ich glaube, durch gegen die Wand. So. Hier lang. So. Und hier. Tanzt immer noch? Guck mal, er tanzt immer noch. Cool. Okay. Gut. Ich werde hier mal eine kurze Aufnahmepause machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und auch davor die ganzen Videos beziehungsweise Parts, dann würde ich mich riesig freuen, yeah, über einen Daumen hoch. Stimmt sie die? Ja, da würden wir uns richtig drüber freuen. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Euer Shoxplay.